Ja, wir fahren gleich los auf die Nordfährt. Ich habe Sachen schon gepackt. Outfit ist auch schon fertig. Der hier muss natürlich auch mit. Und ja, ich freue mich auf euch und bin schon ganz gespannt, wie viele wir von euch treffen werden. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Nordfährt. Ich freue mich schon total auf ganz viele schöne Sachen shoppen. Und ich habe die Tasche voller Autogrammkarten, weil Mama keine Tasche mitnimmt. Wir fahren pünktlich los, eine halbe Stunde zu spät. Ja, Eichenecker mal wieder, aber... Weil Vicky immer nicht fertig wird. Hallo? Der hat ja gerade eben noch geduscht. Jetzt geht's durch den Elbtunnel. Ich liebe Tunnel. Und du, Küken? Ich auch. Bitte nach 300 Metern links abbiegen in die Zielstraße. Wir sind angekommen, richtig gut durchgekommen und man sieht schon, dass viele, viele Menschen wirklich Richtung Eingang gehen. Wir bleiben mal noch ein bisschen sitzen, es ist noch früh und warten, bis die Türen aufgehen. Und dann gehen wir rein. Jetzt geht's zum Eingang. Oh, ich hoffe nicht, dass ich die Klappe an den Kopf kriege. Küken ist gepackt mit der Tasche. Ich habe keine Tasche, ich weiß gar nicht, wo ich alles hin tun soll. Ich brauche also einen Träger. Und die wird dann auch ratzfatz leer. Weiter als 3 Meter vom Eingang sind die beiden nicht gekommen. Wie ist die? Kameramann nickt, dann nehme ich den blauen Schatz. 200 Autogramme und 5 Westen weiter gibt's dann erstmal eine Pause. Der kleine Vorführungsring ist auch gut besucht. Und auch die große Variante füllt sich so langsam. Hier gibt es auch abends noch eine große Show. Total krass. Wer bist du denn? Sabrina heißt. Sabrina. Sabrina hat uns gerade hier auf der Nordfährt erwischt. Ich glaube, gerade einen halben Herzinfarkt, glaube ich. Und hat uns total was Schönes mitgebracht, nämlich für die Queen-Pässe von Jack und Joe. Eine Hülle, eine Tasche. Auf Tui zeigen. Ja. Richtig toll. Super. Vielen Dank. Oh, gerne. Auch mal lächeln. Ja. Jawohl. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Und so geht's dann alle 5 Meter weiter. Cool. Viel Spaß euch. Fields and through the country. Ja, wir sind jetzt in der Halle angekommen zur Abendshow und ich freue mich riesig und bin sehr gespannt, was uns hier gleich erwartet. Am nächsten Tag auf dem Rückweg angekommen, wird er noch schnell bei Joey angehalten und das Gesehene auch gleich mal geübt. Mal schauen, ob er bei der nächsten Show mit dabei sein darf. Wir sind wieder da von der Nordfährt. Ganz viele Sachen gekauft und auch bekommen. So wie zum Beispiel Equidenpässe. Ja, so Taschen für die Equidenpässe. Für Jack und Joe. Oder auch von Chrissy, die da eine ganze Tüte bekommen. Und ganz viel selber gekauft. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Geld ausgegeben. Und natürlich auch wieder ganz viele neue Turniersachen. Einmal Outfit Nummer 1, Outfit Nummer 2,
kann ich immer entscheiden, welches ich jetzt nehmen will. Dazu natürlich passende Ohrennetze in beiden Farben. Für Firsty habe ich ja schon Springglocken und Gamaschen. Habe ich hier auch noch für vorne. Genauso wie zu meinem anderen Outfit. Da sind auch hier irgendwo in irgendwelchen Taschen die Vordergamaschen. So. Für mein Hobbyhorse. Oder für meine Hobbyhorses. Einmal dieses Halfter. Dieses Halfter plus Strick. Eine Decke natürlich für den Winter und so. Und noch ein Ohrennetz. Muss ich gleich mal ausprobieren. Ich finde das so süß. Dazu habe ich dann noch für Happy die passenden Springglocken. Klamotten. Ah ja, hier ist mein Jackett drin. Sehr schön. Mein wunderschönes Turnierjackett mit Glitzer hinten und vorne. Ein blaues mit weißem Kragen, auch mit Glitzer. Und, ah ja, das ist noch deins. Mamas altes, denn wir haben uns zwischendurch immer mal umgezogen, um dann Klamotten zu kaufen, weil es wird so warm mit Pullover und so, dass wir dann dachten, dann kaufen wir jetzt einfach schöne Sachen, ziehen die an und behalten die dann einfach an. Deswegen auch die Reithose plus Socken und T-Shirt. Dann haben wir noch mehr Reitsocken. Einmal in braun, in grün und blau. Und dazu dann noch eine Überziehjacke für Wind und so. Hast du denn auch irgendwas gekriegt oder ist nur Vicky ausgerüstet? Eigentlich ist das alles meins. Da sind wir uns noch nicht so ganz einig, aber so Westen und so zieht Mama eh an. Ich ziehe beim Reiten sowieso alles immer aus. Hast du schon die schönen Hobbyhorse-Sachen gezeigt? Ja. Oh, schön. Ich hole gleich mal meine beiden. Bei eins ist hier gerade in Arbeit, ein weißes. Da muss der Stocken ankommen. Hast du den überhaupt bestellt, meine Sachen? Musst du mal machen. Damit ich es dann fertigstellen kann, habe ich ein kleines Gebiss. Ich habe doch auch einen Besenstiel gekauft, aber der muss halt dünn sein. So, egal. Wir waren beim Gebiss, so ein ganz kleines fürs Hobbyhorse. Und ich hole jetzt schnell meinen Hobbyhorse. Ja, also ich fand die Nordfeld richtig, richtig cool. Wie fandest du sie? Ich glaube, an deiner Stelle würde ich sie auch richtig cool finden. Ganz viel eingekauft. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das war richtig, richtig schön. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir ein bisschen Platz hatten. Und das soll gar nicht negativ sein. Es ist wirklich so gewesen, dass die Gänge gefühlt viel breiter waren als zum Beispiel bei der Equitana. Da sind wir wirklich kaum durchgekommen, nur so. Und das war natürlich auf der Nordfährt viel schöner. Es waren auch viele Menschen da. Es gab aber auch die Möglichkeit, in die Stände reinzugehen und sich was anzugucken, weil es nicht völlig überlaufen war. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Und was ganz schön war, ist, das Wetter war natürlich Bombe. Die ganze, ich nenne es jetzt immer Fressmeile, also da, wo man sich was zu essen und zu trinken kaufen kann, das war wirklich draußen bei Sonnenschein. Das war mega, mega schön. Naja gut, und über die vielen tollen Leute, die uns alle angesprochen haben, ich glaube, dazu muss ich gar nichts mehr sagen, habe ich schon bei Instagram gemacht, fand ich auch ganz toll, war, glaube ich, eine super Erfahrung für mich, für den Kameramann, ich glaube auch für dich, ne Vicky? Das war wirklich toll. Und Vicky hat endlich mal Sachen für ihren Hobbyhorse gefunden. Das ist nämlich richtig schwer. Also ich habe ja einmal das hier, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Ein Fuchs, sieht Campi ein bisschen ähnlich. Und das hier ist jetzt gerade das, was ich gerade nähe. Muss jetzt noch der Stock ran, die Mähne muss noch zu Ende gemacht werden. Augen und Nase. Bei der Polsterung bin ich hier ein bisschen schief geworden, aber sonst finde ich es richtig, richtig gut. Und ja, da probiere ich jetzt gleich mal die Halfter und Decken und sowas aus. Da noch ein Löcher rein.
vom Grundsatz her passt das ja schon ganz gut. Die Größen stimmen noch nicht ganz optimal. Ja, der ist ja noch jung, der wächst ja noch. Ja, er ist ja noch ein kleines Baby. Ganz, ganz süß. Muss ich unbedingt zeigen. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, Küken. Ja. Von Jella. Jella hat uns wirklich etwas gemalt. Jella ist ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich meine, sie war 8 oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ein großer Fan und hat wirklich dieses hier mit auf die Messe gebracht, in der Hoffnung, uns zu treffen. Hat das Logo selber gemalt. Das fand ich richtig gut. Das sieht fast original aus. Kann man nicht anders sagen. Und dann hat sie wirklich jedes Pferd einmal bildlich festgehalten. Fand ich so süß, weil sie hat wirklich ihre Sprache verloren, als sie vor uns gestanden hat. Und hier ist Jack und Joey auf der nächsten Seite und Chapeau. Auf der nächsten Seite ist ein Bild von ihr, das zeige ich jetzt mal nicht, aber Jella heißt sie. Und die Jella hat auch ein kleines Pflegepony namens Pauli. Und die letzte Seite ganz süß. Mit einem Herz, ich liebe eure Videos. Fand ich super, super süß. Und Vicky, stimmt, Vicky hat ihr sogar ihr Kuscheltier geschenkt. Ihr Eicheneck-Kuscheltier. Und das fand ich richtig süß von Vicky. Ich hoffe, sie ist jetzt glücklich damit. Gestern hat mich auch jemand gefragt, boah, Vicky hat ja ihr Hobbyhorse selber genäht. Da war ich selber ganz überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass Vicky nähen kann. Und nach ihrem ersten Hobbyhorse habe ich dann gesagt, okay, komm, ich schenkt dir eine Nähmaschine und so einen Nähtisch und sowas. Ja, und dann haben wir Stoffe bestellt. Und jetzt hat sie mittlerweile, glaube ich, das dritte schon genäht. Ihr Schimmel ist noch nicht ganz fertig oder doch, ich weiß es nicht. Und den hat sie jetzt gerade eingekleidet und es sieht so schön aus. Aber eine Geschäftsidee wird es, glaube ich, nicht, weil dazu hat sie keine Zeit. Aber ganz toll. Wow, das sieht aber mal mega aus. Einmal natürlich hier Halfter mit Strick. Warte, das ist ja alles auch ein bisschen gerade da, ne? So, yes. Physiotherapeut am Berg, es muss alles gerade sein. Also einmal Halfter mit Strick, Ohrnetz, passend natürlich auch zum Halfter. Und eine Decke, die wollte ich schon mal selber nähen, aber dazu bin ich irgendwie nicht mehr gekommen. Also ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus und ich bin mehr als zufrieden mit meinem Hobbyhorse-Einkauf. Ihm passt das Halfter sogar, ich weiß noch nicht, ob es ihm oder ihr ist, aber es passt das Hobbyhorse auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Sogar noch ein bisschen besser als mein anderes Hobbyhorse, aber richtig gut, ich bin richtig zufrieden. Was war denn das Problem bei deinem anderen Hobbyhorse? Bei meinem anderen Hobbyhorse war es so, also zum Dressurreiten geht's, aber wenn ich halt mein Hobbyhorse zum Springen haben möchte und es halt so halte, dann ist der Kopf halt immer da unten. Und wenn ich dann halt so mein Bein anbiete, dann komme ich da halt immer dran. Und deswegen geht Wie das hast nicht. Du das Problem jetzt gelöst, dass es mit dem anders ist? Ich habe einfach diesen Stock, wo man das halt dann reinmacht, habe ich halt einfach weiter oben gemacht. Dann sieht man halt schon, dass es relativ weit unten sitzt. Und das hier würde halt so sein. Das heißt, die Nase ist halt viel, viel weiter oben. Ich bin aber schon mal sehr, sehr froh, dass mir diese Form sehr gut gelungen ist. Also, ich finde es richtig toll. Bin mit meinem Einkauf auch sehr, sehr, sehr doll zufrieden. Und Mama trägt gerade die ganzen Koffer rein. Vielleicht sollte ich ja helfen. Aber ich muss selber meine ganzen Sachen reintragen. Komm, schau doch mal rein.